Hi, das hier ist ein Pulled Pork Roll, quasi Pulled Pork Reste essen, ein mega Rezept und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für die Pulled Pork Rolls brauchen werde. Das Rezept ist quasi als Resteessen entstanden und ich kann euch einfach nur sagen, es ist großartig und deswegen zeige ich euch das auch heute. Also los geht's mit dem Fleisch. Da habe ich hier Pulled Pork. Das kennt ihr schon, habe ich immer einvakuumiert da, wird dann im Wasserbad regeneriert, wenn es aus dem Froster kommt. Und dann haben wir jetzt also hier heißes Pulled Pork. Dann haben wir hier Cheddar-Käse, Tortilla-Wraps. Dann hat mir mein Zuschauer Guido Brück Bratpaprika geschickt mit dem Vermerk, dass diese Bratpaprika ordentlich Schärfe hätten, also sind die genau richtig bei mir. Dann habe ich hier einen Frischkäse, wo auch Chili drin ist oder Harissa. Dann brauchen wir ein bisschen Öl, Barbecue-Soße und Röstzwiebeln. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Als allererstes packen wir mal das Pulled Pork aus. Wie gesagt, habe ich im Wasserbad regeneriert. Und da kommt jetzt ein guter Schluck Barbecue-Soße mit dran. Welche Soße ihr da nehmt, ist völlig euch überlassen. Einfach eine Barbecue-Soße, damit da noch ein bisschen Feuchtigkeit mit rankommt. Dann wird das Ganze kurz vermischt. Wie ihr sehen könnt, es dampft gewaltig. Das Pulled Pork ist heiß. Gut, das können wir kurz stehen lassen. Dann habe ich hier die Bratpaprika. Da schneiden wir jetzt einfach ein paar feine Streifen draus. Und wenn das Kerngehäuse beginnt, dann hören wir einfach auf mit dem Schneiden. Dadurch, dass wir drei Wraps belegen, reicht das hier vollkommen aus. Soll ja nur so einen kleinen Kick noch geben. Außerdem haben wir ja noch Schärfe in unserem Frischkäse. Und dann können wir auch schon loslegen, unsere Rolls zu belegen. Das heißt, ich habe jetzt hier so einen Tortilla-Wrap, schnapp mir etwas von diesem Frischkäse mit Chili. Also in dem Fall ist das jetzt einer mit Harissa, aber Hauptsache hat halt ein bisschen Schärfe. So, dann verstreichen wir das dementsprechend. Wir brauchen da nicht ganz bis oben hinzugehen, weil wenn wir das gleich aufrollen, drückt sich die Füllung ohnehin etwas nach oben. Dann nehmen wir von den Bratpaprika oder von den Chilis, wenn ihr Jalapenos habt, könnt, geht das natürlich ganz genauso. Kommen da drauf. Dann haben wir jetzt hier Cheddar-Käse. Da legen wir einfach zwei Scheiben hier unten hin, reißen da so ein bisschen den Rand ab, dass wir da bis hinkommen. Das passt wunderbar. Dann haben wir hier unser Pulled Pork. Das wird jetzt hier so verteilt. Schön auch bis zum Rand. Und dann haben wir hier noch ein paar Röstzwiebeln. Und jetzt wickeln wir das Ganze auf. Das heißt, wir fangen hier unten an und mit ein bisschen Druck rollen wir das Ganze auf. Ihr seht schon, die Füllung drückt sich jetzt nach vorne, aber das ist vollkommen okay. Kann sehr gerne machen, denn hier vorne haben wir ja genug Luft gelassen. Und dann haben wir das am Ende so. Ich bereite jetzt die anderen vor und dann geht's weiter. So sehen die Pulled Pork Rolls dann fertig vorbereitet aus. Und jetzt habe ich hier noch Öl, ganz normales Pflanzenöl und einen Pinsel und werde hier die Oberseiten der Wraps mit dem Öl bestreichen. Das sorgt ganz einfach dafür, dass die gleichmäßig bräunen dann und eben nicht so schnell verbrennen. So einfach dann dünn mit Öl einpinseln. Und damit sind die Pulled Pork Rolls fertig vorbereitet und können jetzt auf den vorgeheizten Grill. Den Grill habe ich mir für indirekte Hitze vorbereitet. Das heißt also beim Holzkohlegrill Kohlekörbe links und rechts und die Rolls kommen in die Mitte. Hier habe ich den Hitzeschild drin und da setzen wir jetzt dementsprechend unsere Rolls in den Grill rein. Wichtig, wie gesagt, ist, dass sie leicht angeölt sind, damit sie eben nicht zu schnell dunkel werden. Da sind sie. Und jetzt machen wir den Deckel zu und lassen sie bei einer Temperatur von um die 180 Grad Viertelstunde grillen, dass sie also schön braun werden, innen drin der Käse schön schmelzen kann. Leute, das ist so großartig. Also Deckel zu und warten. So, gute Viertelstunde später seht ihr jetzt, dass hier die Ränder anfangen braun zu werden. Und, das seht ihr wahrscheinlich nicht, aber das sage ich euch, jetzt fängt langsam an, der Käse rauszulaufen. Genau der richtige Moment, unsere Pulled Pork Rolls vom Grill zu nehmen. Hier sieht man ein bisschen was von dem Käse, der rausgekommen ist. Großartig. So, da liegen sie jetzt, also meine Pulled Pork Rolls und dann schneiden wir doch mal eins an. Am besten so schön schräg. Leute, wie es knackt. Ja, und wie der Käse läuft. Jawohl, ja.
So sieht das Ganze von innen aus. Mega käsig, mega saftig vor allem. Also das Pulled Pork kriegt durch die Creme bzw. auch durch den Käse natürlich so viel Feuchtigkeit ab. Das kann überhaupt nicht trocken werden. Absolut großartig. Und wie gesagt, das ist super schnell gemacht. Man ist froh, wenn man quasi die ganzen angebrochenen Sachen aus dem Kühlschrank raus hat und bekommt sowas Leckeres daraus. Das solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Und dann schauen wir nochmal, wie es mit dem Geschmack so aussieht. So, da ist er also, mein Pulled Pork Roll. Der Käse drückt sich da wunderbar raus und er schreit, probier mich. Also werden wir das auch tun. Mega saftig, mega käsig. Leichte Schärfe, aber genau richtig. Absolut großartig und ich bin ein ganz großer Fan von Resteessen. Also wenn ich in meinen Kühlschrank reingucke und da sind angebrochene Sachen drin, versuche ich die immer möglichst schnell aufzubrauchen. Und das hier ist quasi daraus entstanden. Absolut großartig. Das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Wenn ihr Pulled Pork im Eis habt und angebrochene Sachen noch, Frischkäse offen und so weiter und so fort, ist das auf jeden Fall ein Knallerrezept, das ihr auf jeden Fall mal ausprobieren solltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, wäre jetzt die Möglichkeit, das da oben zu ändern. Würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.